Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von der Volksbank Briel und Büren Salzkotten, der Kaffeerösterei Benzlips, der Firma MIG, der Bäckerei Lange und Rewe. Folgt man dem Wegweiser, so steht man schon nach wenigen Schritten an diesem Lavendelfeld, fühlt sich in der Provence und ist doch in Salzkotten. L'Appétit Provence offeriert dem Besucher derzeit 4500 Quadratmeter Lavendelblüte. Das Lavendelfeld ist eines der größten in der Region und gehört zur Erlebnisgärtnerei von Andreas Beine, der im letzten Jahr mit dem Lavendelanbau begonnen hat und nun die ersten Früchte ernten kann. Ja, wir haben jetzt das Lavendelfeld seit letztes Jahr April. Wie man sieht, ist die Ernte gut geglückt. Der Lavendel bleibt ungefähr 8 Jahre stehen und zum ersten Mal haben wir dieses Jahr geerntet. Wir werden jetzt Bunde daraus machen und ein paar Duftsäckchen und schauen wir mal, was noch weiter wird. Das Binden der kleinen Sträuße besorgt Mitarbeiterin Elke Temborius. Lavendel. Der Name stammt aus dem lateinischen lavare, waschen, denn im antiken Rom dienten die getrockneten Blüten als Bade- und Waschmittelzusatz. Erst im 11. Jahrhundert hat man in England Lavendel angepflanzt. Von dort hat sich der lila Blütentraum rasch im nördlichen Europa verbreitet und fand auch als Heilpflanze an Bedeutung. Lavendel verbindet offenbar. Die Besucher wurden mit Kaffee und Waffeln aus tschechischer Hand versorgt. Freunde aus der Partnerstadt Bystrice pod Hostinem übernahmen an diesem Tag der offenen Tür das Catering. Wir heute einen Waffenverkauf, weil wir auch ein Geld für unsere Partnerschaft sammeln wollen, weil wir nicht immer nur das Geld ausgeben wollen, aber auch Geld aufnehmen. Und von daher machen wir hier ein Café, Getränkeverkauf und bei diesem schönen Wetter können wir einfach einen schönen Sonntag genießen. Und solche Partnerschaften halten die europäische Integration in Schwung, trotz Brexit. Das Stadtfernsehen Salzkotten wird präsentiert von KD Fliesentechnik, der Stadt Salzkotten, RWE, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten und dem Einrichtungshaus Niggemeier.